Moin Moin und willkommen zurück zu einem weiteren Part LS17, wieder von der Gönne steht. Ja, und wir sind mitten im, ich bin im Raps am Dreschen, weil, können wir mal kurz in die Preisübersicht gucken. Ich habe, seht ihr, ich habe fast keine Kohle mehr. Und B habe ich, weiß ich gar nicht, was ich zuerst machen soll. Das heißt, ich habe im Lager noch 42, das heißt 1000 Weizen, das heißt, die muss ich noch auslagern. Ich habe einen guten Preis für Gerste, habe ich nicht mehr viel. Ich habe einen guten Preis für Soja, einen sehr guten Preis. Das heißt, wir werden, der steigt aber auch noch, weil da noch ein grüner Pfeil hinter ist. Das heißt, wir werden zwischendurch nochmal in dieser Folge, denke ich, einen Hänger Soja noch, Bohnen noch wegbringen und dann sollte sich das eigentlich ausmachen. Raps ist auch ein guter Preis, das steigt nämlich auch. Ja. So, und mit mir im TS, ich bin bei Agrar auf Ost im TS, mit mir im TS ist noch der Silvio. Na, Bernd. Der gerade am Mappen ist. Bisschen. Bisschen. Kann der da wieder weg? Das ist aber echt Preisroulette, da weißt du gar nicht, was du als erstes machen sollst. Also falls sich jemand über die Preise wundert, ich spiele hier in der Gönn steht auf normal und hab aber Flügen und drei Düngestufen an. Unterwegs auf der V2 unterwegs? Ja klar, was denkst du denn? Ja. Wäre sein, dass man nur den Spielstand anfangen musste? Nee. So viel hat sich gegenüber der zur V1 nicht geändert. Holger hat halt ein bisschen an der Performance was gemacht. Mhm. Und das dann wahrscheinlich runtergestellt und so. Ja, und ein paar Sachen ausgebessert noch. Also so groß ist der Unterschied jetzt nicht wirklich. Man muss halt nur, für Leute dann draußen, die das auch interessiert, ihr müsst eure Vehicle XML neuen Spielstand anfangen mit der V2, dann abspeichern, dann die dann von der V1 in die Vehicle XML einfach rüber kopieren und schon habt ihr wieder eure ganzen Fahrzeuge. Mit der Safe Game, mit der Career Safe Game würde ich das nicht machen. Ja, weil es doch ein paar Änderungen gegeben hat und da weiß ich nicht, ob das neu angefangene Safe Game dann crasht. Also ihr habt dann wie zwar wieder alle Felder, aber das ist dann halt so. Vor allen Dingen müsste man die Career Safe Game dann nämlich umschreiben, weil der Map-Name sich nämlich geändert hat. Auch? Achso, stimmt, ja, V2. Ja, V2. Das ist dann unten bei Map-ID dann. Müsstest du da noch was ändern? Ich hab jetzt das mal auf der Agrar auf Ostseite geguckt, ja. Mhm. Es haben in den letzten 2 Tagen 5 Leute aus meinem Dorf die Seite geliked. Ich weiß nicht, wie die auf diese Seite kommen. Tja. Keine Ahnung. Kannst du mal sehen. Klein ist die Welt. Da sind doch manche Leute bei, die, sag ich jetzt mal, auf dem bin ich nicht gut. Kirschen essen, ne? Die mobben einen hier gerne. Du, es geht mir manchmal, hatte ich noch nicht so oft, aber die letzte waren bei uns bei mir ein Hermesbote. Mhm. Das hat mir halt meine Kaffeemaschine gebracht. Und guckt er mir zweimal ins Gesicht und guckt mir immer ins Gesicht. Ich denke, was hat der?
Was ist mit dem? Was stimmt mit dem nicht? Und dann sagt er im Weggehen, ach so, und wann kommt mal wieder ein neues Let's Play? Dann so, So, ja, irgendwann in den nächsten Tagen. Oh, geil. Ups. Habe ich auch erstmal nicht schlecht geguckt. Ich glaube, schlimm wär's, wenn dann kommt, krieg ich ihn auch begraben. Ach Mist, jetzt müssen wir hier einmal über den Acker rüber. Ups, jawohl, genau. Holger hat auch schon so wenig Lampen. Ach so, ich bin ja mal über deine Map gefahren, ne? Also mit Lampen hast du es ja, also, ne, ich sag mal. Ja, da kommen noch ein paar weg. Ich würde die immer so versetzt setzen, weißt du, so eine auf der Seite, dann wieder ein paar Meter, dann wieder auf der anderen Seite. Weil ich habe mir so gedacht, so, das ist ja ein ganz schöner, ne, das ist ja, grenzt ja schon fast an Landebahn. Weiß natürlich, es sah gut aus mitten in der Nacht, ich habe da mal vorgespult und so, aber war natürlich dann noch ganz schön viel Licht. Ja. Ne? Ja, aber kenne ich. Man baut erstmal im GE rum und dann Richtig. guckt man sich das an. Habe ich denn das jetzt? So, wenn der Hänger voll ist, werden wir den, weil der Rapspreis immer noch steigt, einlagern und dann werden wir mal kurz Sojabohnen wegbringen. Warte mal, Kraftfuttermischer war doch Mischfutter, oder? Ja. Gut. Doch, richtig. Willst du die komplette Mischfutteranlage verbauen? Das kriegst du aber gar nicht hin mit dem Skript, oder? Was ist Glaube ich der nicht. denn? Warte mal. Fehlt doch die Hälfte. Ja, beim Exportieren. Das Problem hatte ich auch schon. Nee, es ist irgendwo in der Luft. Ich hab's. Ich hab's. Achso. Ich hab's. Ich hatte ja mir nämlich ja auch mal schon mal testweise mal was rausgemopst und umtexturiert von der Schönebeck. Und ja. Andi hat halt immer das so gemacht, halt immer erst die Heilen hingesetzt und dann irgendwann die Türen reingepflanzt mit den Triggern. Und dann habe ich mich immer scheiße, ich denke, jetzt sind die ganzen Tore weg. Klassiker. Ah, das ist die Fischmutter. Mischfutteranlage aus der Südhämmern und die ist, keine Ahnung, auf den ihren Hallen Ja. abgestimmt, weißt Ja. du? Naja, ich werde mir das mal angucken. Ich kann es ja auch noch ersetzen. Ja, du kannst ja immer noch ein bisschen. Ja gut, wenn die auf der Südhermann läuft, ist ja gut. Du kannst ja im Endeffekt das Skript nutzen. Du musst ja im Endeffekt. Natürlich läuft die auf die Südhämmern. Doof fände ich, ne? Naja. Sonst muss es halt in an. Achso, und du willst das jetzt in ein anderes Gebäude verbauen. Ah. Richtig. Richtig. Okay. Ich habe das Gefühl, das ist noch die Mischfutteranlage aus dem 15er. Kann ja gut sein. Den Haufen. Ja. Wenn die geht, dann springe ich Kreise. Weil dann kann ich auch, das übernehmen und wahrscheinlich wieder ein Silo in Gang bringen. Ja, nee, ich weiß, ja, das ist wieder die Frage. Ich weiß nicht, wie sich das geändert hat mit mit den Silo-Triggern, mit der Verdichtung und dem ganzen Scheiß. Du kannst ja in den Triggern nicht mehr mit O abkippen. Früher war es dann, ne?
Ja, oh, war es ja früher. Und ja, das ist halt doof, ne? Muss halt jetzt immer mit Steuerung I und das ist halt Tipp Anywhere, ne? Und ich habe auch das testweise mal selber gemacht. Ich habe mal mir einen Trigger aus dem 15er genommen und den da reingebaut. Du kannst nicht abkippen. Geht nicht. Also Naja. mit O. Das funktioniert Du nicht. musst den Trigger neu schreiben, Ja. dass er die Trigger-Einstellungen aus der neuen Lua nimmt. Dass er es dann noch auf der alten Lua abstimmt. Ja, und da kriegst du dann Schwierigkeiten mit dem was im Kram. Richtig. Ja, ich mache momentan sowieso viel Silageballen, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt hier auf der Gönn steht, habe ich jetzt mal ja, Grassilage gemacht. Das werdet ihr irgendwann später die Woche noch sehen, weil wir müssen auch noch Ballen sammeln. Aber dafür brauche ich erstmal einen Ballenwagen und den habe ich noch nicht. Also wir brauchen folglich Kohle. Also werden wir noch dann irgendwie mal eine Folge Ballen sammeln. Die Displays, die sehen so kacke aus hier, ey. Dafür Pixel, ne? Nee. Aus den dreckigen, brockenen Plays. Eigentlich schon die dritte Oh, Reihe. shit. Ja, das ist auch schon die dritte Runde. Also werden wir jetzt mal hier Xena. ein bisschen nach GPS fahren, würde ich sagen. So. Das. Und hatten Gas. Zeitlinsen passt. Ah, die haben den Output nämlich mit einem anderen Haufen, weißt du? Ja. Produziert ein Haufen, dann halt Mischfutter. Das läuft aber dann übers Fabrikskript, oder? Weil das ist ja bei der Kompostanlage auch so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Beim Kompostmaster kannst du dir aber beim Kompostmaster auch Art für Südhämmern ja auch mal angucken. Der läuft das, die das Ding läuft ja übers Fabrikskript und der macht ja auch Haufen. Gut. Ich bin mich wundert, weil auf der Südhermann ist mich nur das Fabrikskript drinne. Mehr nicht. Ja. Das läuft über das Fabrikskript. Wollte ich eigentlich nicht, aber na gut. Ich versuch's einfach mal. Oh, der eine 780, wo Stresi und ich ja noch so hinterher geiern, der wird ja vielleicht doch released. Doch. Weil der hat nämlich auch eine richtig schöne Textur, hat einen leichten Glanz, eine schöne Textur und er wird auch dreckig. Im Endeffekt, ja, und ich glaube, ja, der hat auch Pipelicht und den ganzen Kram. Im Endeffekt muss man dann halt immer nur noch immer Logo drauf batschen und fertig.
Ach so, und ja, falls, ne, für jemanden, den das nochmal interessiert, ich sag's immer wieder, guckt bitte unten in die Videobeschreibung, dort steht meine Twitch-Adresse, weil ich werde nämlich nach der Aufnahme dann gleich umswitchen auf den Stream. Das heißt, wer Gehst du noch dann. online? Hä? Gehst du noch online? Ja, Stream? ich stimme da noch ein bisschen gleich. Wenn die Aufnahme fertig ist. Rendern den Kram kann ich ja heute Abend. Das ist. Das Rendern geht relativ schnell, das kann ich machen, während ich Essen mache. Rendern dauern so 20 Minuten oder so. Das geht relativ fix. Muss bloß noch bei meinem neuen Intro. Das muss ich noch soundtechnisch bearbeiten, das ist ein bisschen zu laut. Geht eigentlich. Ja, nee, ich muss mir das im Bearbeitungsprogramm angucken. Wenn ich dann unten in der Soundleiste sehe, dass das dass er gelbe Punkte kriegt unten bei den Ach so. Ausschlägen, dann muss ich das noch ein bisschen leiser machen. Musste ich ja beim alten Intro auch. Und da das vom gleichen Hersteller ist, quasi. Ups, nee, Cosplay wollen wir mal heute nicht. Stimmt, ich hätte auch mit Cosplay dreschen gekonnt. Naja. Ich wieder nicht dran gedacht. So, dann machen wir mal Folgendes. Wir kriegen den Hänger zwar nicht voll, aber das macht nichts. Ups, das wird ja wieder lustig. Und falls ihr werdet da draußen merken, der bekommt schwer in Gang. Das heißt, hier ist das, ich habe das Gewichtsgrip mit drin. Und den langen Bremsweg. Das heißt, wenn er in Wallung kommt, dann dauert das ziemlich lange, bis er steht. Das ist dieses Ausroll-Dings, weißt du, vom Montab. Was eigentlich Haben wir ziemlich. auch drauf, war nicht. Glaube ich gar nicht. Nee, ich glaube, auf dem Server haben wir, glaube ich, nur das Gewichtsgrip. Ich weiß es gar nicht. So genau. Das ist so wie im. Ja, fast so wie im. War das im 13er mit dem More Realistic? Ich glaube schon, ja. Ja. So ungefähr verhalten sich dann auch die Maschinen. Und das finde ich halt ganz geil, weil es halt ein globales Skript ist, ne? Packst du im Mod-Ordner, fertig. Guck mal, ich habe jetzt mal geguckt, ne? Ich habe schon in meinem Singleplayer-Spielstand, ey, über 5 GB Mods drin. Und LS ist jetzt gerade mal, wie viele Monate draußen? 4? Ist schon krass. Bisschen, ja. Und es ist ja nicht nur, dass ich da irgendwie Scheißmods oder so drin habe. Also, ne, ich gucke mir ja auch, ne, wenn ich dann einen Mod sehe, der nicht funktioniert oder den ich nicht gut finde, fliegt der dann auch wieder sofort aus dem Mod-Ordner raus. So, und jetzt fahren wir noch zurück zum Hof und dann werden wir noch einmal Sojabohnen verkaufen.
wollte gerade sagen, da müssen wir zur VEB runter. Aber hier heißt das ja VES. Wo fahre ich eigentlich schon wieder hin? Ah, richtige Richtung. Ah, hier, auf der Karte kann man sich aber echt teilweise verfahren, ne? Was so die Nebenstraßen angeht, ne? Ja, wirst du das Spiel auf meiner auch haben. Ja, weiß ich. Ich hab schon, bin ja mit dem Pickup schon mal eine Runde durch dein Dorf, Alter. Hm. Oh, da vorne ist schon wieder eine Kreuzung. Wo jetzt lang? Links oder rechts? Wie gesagt, das ist nicht einfach hier so ein kleines Durchfahrdörfchen. Komm bloß nicht auf die Idee, Sackgassen einzubauen. Ach Quatsch, Sackgassen gibt's ja keine. Doch! Eine gibt's, aber die ist, habe ich so gemacht, dass sie kennt, dass es keine Sackgasse ist, sondern kommst auf dem Feld drauf. Hm. So. Und ihr seht, wir haben den Landverkehr wieder an. Ich probier's mal wieder, fragt sich nur wie lang. So, da sind wir im Hof, den müssen wir mal kurz umlagern. Raps einlagern, Sojabohnen auslagern. Ach, der hat das so gemacht. Oh. Ihr hört es, da ist jemand im Giants Editor am Verzweifeln. Mann, ich krieg's kotzen, ey. Nochmal neu. Also doch übers Fabrikskript, ja? Ich kotze im Kreis, nein. Ein Scheißdreck, ey. Wie kommt man denn auf den Trichter? Man hat da schon ein Display. Nein, muss ich die einzelnen Buchstaben nochmal kopieren und nochmal über die Haufen ein Display machen. Ey. Also manche Leute. Ruhig, Brauner. Nee, ich meine, der Modder, der ist schon so nett. Und fügt ein Display ein, ja. Wo du ablesen kannst, wo ist wie viel drin. Ja. Da muss man sich noch nicht noch mal einzelne Displays über den jeweiligen Haufen bammeln. Ja. Verstehe ich nicht, sorry. Klappt mir mit seiner Taschen auf. Also Sojabohnen scheinen ganz schön schwer zu sein. Hm? Also Sojabohnen scheinen ganz schön schwer zu sein. Ich komme ein bisschen schwer aus dem Knick. Hm. Ach ja, und hier, ne, meine Streifenwirtschaft ist auch schon gespritzt. Ich glaube zweimal jetzt. Wie gesagt, Prosit schön und gut, aber ja. Brauche ich irgendwie nicht. Prosit sehr dank, ne? Nee, ohne Prosit. Ich hab, früher gab's doch, im 15er gab's doch die 24 Meter Spritze. Mhm. Jetzt, die, da gibt's jetzt einen Modpack. Oh, nicht so schnell, der Anhänger schaukelt. Da gibt's jetzt einen Modpack und da ist wieder eine 24 Meter Spritze drin und... Da mache ich dann, fahre ich dann meine Fahrgassen rein und fertig. Ich habe auch noch einen Fahrgassenreißer, den habe ich jetzt mittlerweile auch schon rüber konvertiert. Also du könntest dir vorne die Spritze, das sieht dann zwar ein bisschen bekloppt aus, du kannst dir vorne die Spritze ranbammeln, hinten den Fahrgassenreißer. Und dann kannst du dir auch deine Fahrgassen einreißen. Hast du es ja auch drin. Und dann schön mit GPS. Erstmal fährst du drumrum. Und dann schön mit GPS rauf runter.
Und ja, Ich ich glaube weiß, es nicht. gibt Seemaschinen, die Fahrgassen legen. Das weiß ich. Aber, ne? Von wem ist denn die Mischfutteranlage? Du, da fliegen mittler, da fliegen übers Fabrikskript, keine Ahnung, musst du mal bei Maru gucken. Da fliegen mittlerweile drei oder vier Varianten rum. Du siehst ja, die wir auf dem Server haben, die läuft ja auch, glaube ich, wieder komplett immer ein ganz anderes Skript. Weiß ich nicht. Jo. So, ihr seht, das hat nochmal 57.000 Euro gegeben für einen Hänger Soja. Sage jetzt aber mal vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir haben, ja, wir sind schon wieder sowieso ein bisschen zu lang, aber das ist, kennt ihr ja bei mir. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis denne.